Wir probieren den Zuschauern ja tatsächlich immer was Neues zu bieten. Wir probieren sie zu überzeugen und auch ihnen tatsächlich einen tollen Tennistag im Rochusclub zu bieten. Und das ist uns, glaube ich, bisher rundum gelungen. Das ist eine sehr schöne Anlage. Es sind sehr nette Menschen, die das Turnier führen und hat eine gewisse Tradition bekommen, dass ich hier jedes Jahr vorbeischaue. Und ich habe einen Boris Becker Stand und bin auch sonst gerne hier. Ich kenne natürlich noch viele Spieler und habe sogar jetzt noch mal Tennis gespielt. Als Titelsponsor freuen wir uns, dass sich das Turnier erfolgreich innovativ weiterentwickelt und dabei immer wieder neues, wertvolles Potenzial entdeckt. Ja, ich habe alles gegeben und dann 6-0, 6-0 zu verlieren, das ist schon... Ja, ein bisschen muss man mit Humor nehmen. Anders weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Wenn Sie gestern hier auf dem Platz waren, dann gab es niemanden, der noch einen Funken von Zweifel daran hat, dass die neue Doppelregelung eindeutig spannend und auch fortschrittlich ist. Danke, Jungs. Habt ihr gut gemacht. Wir haben dann eine ganze Truppe hinter der Bank und das fühlt man. Man fühlt sich halt nicht alleine auf dem Platz. Und wenn man dann solche Momente hat, dann ist es einfach schön, weil da freuen sich alle für einen und eigentlich die ganze Nation freut sich mehr oder weniger. So ein Gefühl hatte ich. Hier in Düsseldorf mit so einer Mannschaft, das ist für mich das Schönste. Ich glaube, es gibt nicht viele Städte in der Welt, die in irgendeiner Sportart Weltmeisterschaften haben. Düsseldorf hat eine Weltmeisterschaft. Herr Dr. Fassbender, darf ich Sie nun bitten, die ARAG Fair Play Trophy an Rainer Schüttler zu übergeben. Ja, für mich eine schöne Auszeichnung. Also ich freue mich darüber. Ich werde öfters mal drauf gucken. Ist meine erste Fair Play Trophy, die ich gewonnen habe. Und ja, werde ich ab und zu gerne drauf schauen. Der Team Cup gehört zu Düsseldorf seit vielen Jahrzehnten und ist Bestandteil der Sportstadt Düsseldorf. Und wir haben es jetzt erlebt, wieder wunderbare Spiele und das Publikum ist begeistert.
typical Singapore.